Zur Verdeutlichung nun ein Beispiel zum Chi-Quadrat-Anpassungstest. So, stellen wir uns vor, Sie sind Chef einer Fertigungsstraße von 1 Kilo-Ohm Widerständen. Und Sie haben da an der Fertigungsstraße, wie man das natürlich macht, haben Sie Messungen gemacht und Sie kommen auf eine Verteilung der Messwerte schon in Intervalle sortiert, damit wir uns die Arbeit hier sparen und ich immer noch ein bisschen mehr habe als nur 10 Werte. Damit kann man immer schlecht Statistik machen. Wir haben hier schon die Bins uns zusammengesucht und wissen auch schon, wie viel da drin ist. Also haben das also schon zusammengeklustert und so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann haben wir hier 700 bis 800 Ohm, 800 bis 900. Sie merken schon, richtig viel Fantasie habe ich nicht gehabt. 1000 bis 1100, 1100 bis 1200 und 1200 bis 1300, also um die 1000 plus minus 300 Ohm drumherum. Und dann haben wir hier 28 Widerstände gemessen, die da in dem Bereich liegen. 136 hier, 337 hier, 335 hier, 137 in diesem Haufen und 27 hier drin. Die ersten Schritte sind hiermit auch schon getan. Also das Clustering und das Aufteilen in Intervalle ist erledigt. Ja, so war es, nicht? Und wir wollen jetzt wissen, genügt dieser Prozess hier, also genügen die Messwerte, einer Normalverteilung mit μ gleich 1000 Ohm. Wir könnten natürlich auch den Mittelwert bestimmen und Sigma gleich 100 Ohm. So, also 10% ist nicht die Toleranz, sondern wäre da tatsächlich deutlich mehr, sondern das ist die Standardabweichung hier dieses Prozesses. Okay, so, was brauchen wir jetzt als nächstes? Wir müssen natürlich erstmal wissen, wie viel Prozent müssten in jedem Haufen drin liegen. Wir können übrigens hier ausrechnen, die Summe hier ist 1000 Werte, sind das gewesen. Das macht das Ganze viel einfacher. So, dazu könnten wir jetzt nochmal losgehen und müssten uns eigentlich nochmal die Normalverteilung besorgen. Das mache ich auch gerade nochmal. So, man stellt natürlich sofort fest, dass ich ganz auf wunderbare Art und Weise hier die Eimerchen oder die Intervalle auch schon genau eine Standardabweichung groß gemacht habe. Das macht das Ganze noch sehr, sehr viel einfacher. Jetzt muss ich eigentlich nur wissen, ich fange mal an hier, dieses hier ist jetzt ja plus minus, das hier ist ja minus 1 Sigma, minus 2 Sigma und da ist minus Sigma, minus 3 Sigma und hier ist minus 2 Sigma. Das ist natürlich der Mittelwert. Das ist plus Sigma, plus Sigma, plus 2 Sigma, plus Sigma, plus 3 Sigma. Da muss ich mal ausrechnen, wie viel ist denn da drin? Fangen wir mal von der Mitte an. Eine Standardabweichung nach links. Na gut, das müssten jetzt 68,3% sein und die Hälfte davon, also 34,2% müssten das jetzt hier sein. Die können wir auch gleich mal hinschreiben. 34,2%. 34,2%. Und das wäre unser PJ. So, dann sind wir in dem Bereich 2 Sigma plus minus 2 Sigma. Da haben wir 95,5% minus die 68,3%. Das wäre ja das, was in diesen Sigma-Bereichen genau drin liegt. Die Hälfte davon sind 13,6 Sigma. Das kann man schnell nachrechnen. Ich schreibe das jetzt einfach mal hin. 13,6%, nicht Sigma.
Und nochmal diese 3 Sigma drumherum, da haben wir jetzt die Differenz von 0,2, also da kommen wir jetzt in der Summe auf 2,2, ah Quatsch, von 95,5 bis 97, das ist es, 95,5 bis 99,7. Also in der Summe haben wir dann hier 2,2% hier drin. So, jetzt muss ich einfach nur die Formel anwenden, die ich hier vom letzten Mal noch hatte. Das ist genau diese hier. Sagen wir uns die mal. Na, die reicht schon. So, und setzen das hier ein. Dann kommen wir hier auf V gleich 1 durch 1000 mal, das ist 28 Quadrat plus 27 Quadrat. Ich habe immer die extremen Cluster zusammengefasst, nicht? Durch 0,022 plus 136 Quadrat plus 137 Quadrat durch 0,136, gönnen wir uns den Platz, plus 337 Quadrat plus 335 Quadrat durch 0,342 minus 1000. Naja, und letztlich ist das ungefähr, da muss man aber aufpassen, dass man das möglichst genau auch rechnet. Ich habe übrigens die andere Formel genommen, hier, ich hole sie doch nochmal, weil die etwas einfacher anzuwenden war, aber beide sind ja gleich, also so, die Formel ist es nämlich. Und so. Und jetzt kommen wir hier in der Summe auf ungefähr, Entschuldigung, ungefähr ein Tausendstel mal 68.773 plus 274.001 plus 660.012 minus 1000. Also man sieht schon, das sind auf der einen Seite große Zahlen und dann wird wieder eine andere Zahl abgezogen. Eine große Zahl, sodass hier ungefähr 2,99 64 dabei rauskommt. So, wir haben es jetzt hier mit k gleich 6 Intervallen zu tun. Also k minus 1 gleich 5. Freiheitsgrade. Und naja, da können wir jetzt einfach sagen, okay, den Fraktilswert hier von zu 5% suchen wir uns mal raus, also 1 minus 0,05, das ist unser Alpha, ist gleich 95%, also wann können wir lose gesprochen, das ist nicht ganz richtig, ich sage es nochmal, zu 95% der Geschichte vertrauen, dass also nur mit 5% irgendwelche Sachen zustande kommen, die sind nicht, die, dass der, die Annahme abgelehnt wird, obwohl sie nicht abgelehnt werden müsste, dann können wir hier reingucken in unsere Tabelle für die Fraktilswerte in der 5. Ich nehme hier mal das Grün und das Ganze hier mit 95. Also das wäre dieser Wert hier. Und das würde letztlich heißen, dass wir hier mit 11,7, 11,075, da großkolbt, also Chi Quadrat
von 5 mit Alpha gleich 5% ist gleich 11,07 und damit ist mit V kleiner V' muss die Annahme nicht verworfen werden. So, also man könnte jetzt sogar noch bis zu 1 minus Alpha.